Was geht, hier wieder herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich wieder auf eure Beats reagieren werde. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir wieder eingeschickt habt. Mail seht ihr hier, falls du mir auch was schicken willst, kannst du einfach an die Mail machen. selmabeatreaction@gmail.com, genau, ist auch in der Beschreibung, könnt ihr euch da gerne eure Beats hinschicken, eure besten Beats. Ich reagiere darauf, ich höre mir alles an, was geschickt wird. Also wenn du mir dein Beat schickst, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich den höre. Und wenn er mir gefällt, ist er auch hier im Video. Ja, ich bin sehr gespannt, was heute wieder für geile Beats dabei sind. Und ich würde sagen, wir gehen straight into it. Kopfhörer und gib ihm. Der erste Beat ist, die Mail heißt bester Beat jemals fürs Video XD. Prop bei Elias. Yo, sehr, würde mich freuen, wenn ich ein weiteres Mal ins Video komme. Der Beat Chopper ist ein sehr darker und harter Palace 808 Mafia Type Beat. Okay, ich bin gespannt. Mach weiter so und deine Videos und hustle weiter. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich würde sagen, wir hören in den Beat rein. Chopper 100, 40 BPM, D-Sharp Minor. Produziert von Jettoverse und Prop bei Elias. Ah, no, Prop bei Elias kenne ich. Und ich würde sagen, wir hören in den Beat rein. Let's go, gib ihm. Okay, es klingt schon nach Palace auf jeden Fall. Cooler Tag. Elias. Ey. Oh, der schiebt. Geil, boah, der klingt übel simpel. Aber dope. Boah, die 808 in einer Oktave höher, klang auch irgendwie cool. Da muss jetzt nur noch ein Rapper drauf, Digga, und das ist ein Baba-Song, sag ich dir, wie es ist. Pass. Ey, wow. Digga, nur ein Rapper drauf und es ist ein Hit, sag ich dir, wie es ist. Das hat kein Beat so, weißt du, da sagt kein Producer so, boah, der Beat ist so krass oder so. Aber der funktioniert einfach so, der ist hart, die Drums gehen gut in die Fresse, der schiebt. Wenn da ein Rapper drauf hüpft, Digga, ich sag euch, wie es ist, das ist ein doper Song, Alter, for real. Shoutout Prop bei Elias, auch in der Beschreibung verlinkt. Gebt euch gerne da seine Socials, sein bester Beat, sagt er. Und ja, wie gesagt, alle auch in der Beschreibung verlinkt, die heute im Video dabei sind. Kommen wir zum nächsten Beat, der ist von Oh Damn Beats. Seine Mail heißt einfach nur Beat. Also da gibt es auch immer verschiedene Varianten, wie ihr die nennt. Ja, was geht, hab gehört, du brauchst einfach neue Beats zum drauf reacten. Ist immer noch so, also schickt mir Beats, selmabeatreaction@gmail.com. Ich höre alles, wie gesagt, okay? Eure Chance, hier ins Video zu kommen. Falls euch das irgendwas bringt. Aber ist cool, okay? Ja, wenn ihr ein Video ist, schon cool. Hier ist einer von mir und Cairo. Shoutout Cairo, den kenne ich auch. Mit dem habe ich auch ein paar Beats. Oh Damn Beats kennt man auf jeden Fall auch. Sieht man häufig in den Kommentaren auf Instagram. Shoutout an euch. Ey, ich sehe euch immer. Wenn ihr mir Beats schickt und so, ich freue mich immer, weil ich mir so denke, boah, die kennt man so von da. Weißt du, einfach cool. So, ich sehe euch auch alle in den Kommentaren und auf Insta, überall. You know. Kalim x Luciano x UFO 361 Type Beat. Deadlines. Ich bin gespannt. Oh ja, das ist ein Cairo-Sample, Digga, man hört's. Cairo-Samples fire, Digga. Vor allem so diese UFO, Kalim, Darken, Trap-Sachen, Digga, die hat er echt drauf, nur Cap. Ey. Boah, auch hier. Doper Beat, ist nichts Besonderes. So geht, ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, der Beat ist so crazy, aber es funktioniert, Digga. Mit einem Rapper drauf ist der Song krass und alle feiern den, so sag ich euch, wie es ist. Hört sich dope an, Mann. Ich finde nur irgendwie, die 808 ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen Stereo oder so. Das klingt nicht so cool. Aber ansonsten, ja, doper Beat, Mann. Sample auch, gefällt mir sehr gut, schön entspannt. So ein Kalim oder so hört man da auf jeden Fall sehr drauf. Ey, wow. Der Bounce ist auch cool. Diese eine 8 Lady gefällt mir gut. Diese. Yeah, die ist dope. Jetzt einen schönen Bass. Ich glaube auch von Cairo. Den packt er irgendwie hier unter fast jedes Sample. Cairo. Ey. Digga, der Beat ist fire, mit einem Rapper drauf ist der über dope. Shoutout an Oh Damn Beats und Cairo, sehr cooler Beat, sehr, sehr solid, mit einem Rapper drauf. Heat, for real, auch beide in der Beschreibung verlinkt. Der nächste Beat ist von Cage Beats. Hey Selma, ich produziere noch nicht so lange und ich würde mich freuen, wenn du mal auf einen Beat von mir reagieren würdest. Der Beat ist jetzt nicht so, um drauf zu rappen, aber lass dich einfach mal überraschen. Es ist übrigens alles selber produziert. Pers, er ist auch noch nicht ganz fertig, deshalb dringend Feedback, okay? Einen unfertigen Beat. Ich bin gespannt. Okay.
Wow. Ist auf jeden Fall sehr laut. Digga, so. Boah, Alter, was geht ab? Was ist denn das für ein Brett, Bruder? Damn, Alter! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt kann ich es. Digga, schieß. Der geht ja anders ab. Boah, und jetzt Snowd. Boah, damn, Alter, der Beat ist über. Alter, was sagst du? Wie lange machst du Beats? Also, um dir mal ein kleines Feedback zu geben. Ich fand, das Intro klang irgendwie nicht so geil. Das klang irgendwie so, ich dachte, jetzt kommt irgend so ein billiger Kackbeat. Aber der Beat ist übertrieben krass. Also for real, Digga, gefällt mir richtig gut. Ist so drillmäßig, aber irgendwie auch so, keine Ahnung, kann man schwer einordnen. Ich würde das Intro ändern noch vielleicht, da irgendwas anderes machen. Aber ansonsten, Bro, der ist über fire. Und wenn du sagst, du machst noch nicht so lange Beats, Digga, sheesh. Also dann hast du auf jeden Fall noch sehr viel vor dir, Digga. Bleib dran, for real. Kommen wir zum letzten Beat für heute. Der ist von Different Beats. Er schreibt, hey, sag mal deine Videos sind dope, hast ganz klar mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielen, vielen Dank. Zieh weiter durch. Der, apropos, Aufmerksamkeit verdient, ne? Dann lass diesem Video ein Like und einen Kommentar da und abonniert den Channel, weil dann kriege ich mehr Aufmerksamkeit. Spaß. Also, lass es trotzdem gerne. Würde mich sehr unterstützen, aber hier yeah, nebenbei gesagt. Ich will auf jeden Fall deine Reaktion zu dem Beat Comeback. Okay, freue mich auf deine Reaktion. Vielen Dank. Liebe Grüße, Different Beats Producer. Ey, okay, Comeback. Wir geben uns Comeback von Different Beats. Mit Lion Wolf. 140 BPM, F-Sharp Minor. Ich bin gespannt. Klingt cool. Boah, der Beat ist dope. Aber irgendwie passt irgendwas mit der 808, glaube ich, nicht so ganz. Ich glaube, da ist irgendwas nicht ganz in Key, Digga. Aber ansonsten gefällt mir der Beat sehr, 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 sehr gut. Der ist richtig schön laid back, chill, synth-mäßig. Klingt richtig fett. Die erste 808 passt, die passt nicht. Sind leider nicht ganz richtig, Digga. Aber doper Beat. Vielleicht gehe ich nochmal die 808s durch. Ich glaube, dann könnte der Beat sehr, sehr crazy sein. Ansonsten wirklich doper Beat. Ändert die 808. Das Problem ist, wenn die 808 nicht drin ist, Digga, dann ist immer ein bisschen Krise. Aber ansonsten ein sehr cooler Beat, man. Shoutout an Different Beats auf jeden Fall. Der macht dope Samples, Digga. Der hat mir letztens welche geschickt. Sehr, sehr dope. Schickt mir auch gerne alle Samples. loopsforzerma@gmail.com. Und ich würde sagen, dann war's mit dem Video für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt euren Lieblingsbeat von den vielen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Videos kommen hier immer am Montag, Mittwoch und Samstag. Am Montag, Mittwoch um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. Schaltet dann immer gerne ein. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein und ciao.